Zeit, ne? Was bist denn du? Ein Frosch. Ein Frosch mit Flügeln. Toll, oder? Es ist Halloween, da kann ich sein, was ich will. Ja, ich hab doch gar nichts gesagt. Sieht nur etwas ungewohnt aus. Schick. Du bist immer schick. Und du? Na, ich nicht. So, und ich werde mich jetzt auch verkleiden. Als was? Warte mal, Benni, setz mal bitte erst die Mütze ab. Das ist doch viel zu warm für dich. Komm, runter damit. Hallo. So, und ich verkleide mich als sowas wie du. Ich bin zwar keine Flittermaus, aber vielleicht bin ich auch sowas Ähnliches. Irgendwie in der Art und Weise. Jetzt. Ich würde sagen, wir lassen die Leute das mal in die Kommentare schreiben, als was ich mich verkleidet habe. Super. Weißt du's? Ja. Aber wir verraten mal nichts, okay? Ich schweige. Wird bestimmt toll. Klar. Hey, ich weiß, als was du gehst. Pass auf, du gehst als Dreckschnurrbart. Aber hast du dich nicht mal verkleiden? Oh mein Tali. Er ist schon frech. Total. Und der hat gar kein Kostüm. Ah, ihr Flitzbieben, ich hab das beste Kostüm von allen. Ich war ein bisschen Bautzen. Und dann? Dann denken die Blitzbirnen, ich bin eine Katze. Clever. Glaubst du wirklich, das merkt niemand? Vielleicht. Egal, ich muss mich jetzt fertig machen, sonst schaffe ich das heute alles nicht mehr. Knutscher. Na okay, komm her. Ich muss jetzt wirklich anfangen, mich zu schminken, Benni. Noch ein. Na okay. Ey, das ist ein Geschmatz, ey. Hör mal auf hier. Ja, ist ja gut, Charlie. Ich geh mich jetzt verkleiden. Was denn? Ein Stück Fleisch. Ich steck dich gleich in den Kürbis. Ist da Fleisch drin? Ja, immer noch das Fruchtfleisch. Das muss ich noch aushöhlen. Oh, stimmt. Das war diese Fake-Bambe. Naja, kümmert dich mal um dein Outfit. Ich verzieh dich.